komplette Stadt würde Kopf stehen. Das wäre geil, weil nie wieder zweite Liga. Was wäre, wenn du die Wahl hättest zwischen Kindererziehung oder Berufstätigkeit? Wie würdest du dich entscheiden? Kinder oder Beruf? Mein Beruf. Den Beruf. Beruf. Den Beruf. Der Beruf, ja. Der Beruf ist wichtiger. Ja. Was würdest du Seehofer Söder sagen, wenn er dein Vater wäre? Du machst einiges falsch, Daddy. Papa, was ist da los? Papa, was ist da los? Die Frage ist ja auch, bin ich Seehofers leibliches Kind oder bin ich das uneheliche Kind, das er nicht anerkannt hat? Das ist natürlich die andere Welches Frage. Welches von den dreien? Das ist natürlich die Frage. Also, ich wäre nicht so begeistert, wenn er von beiden mein Vater wäre. Ja, wenn ich das uneheliche Kind wäre, wäre die Frage natürlich, Papa, wieso schenkst du mir so wenig Zeit? Oder Papa, wieso erkennst du mich nicht an? Nein, also, wenn ich das Kind vom Seehofer wäre, dann wäre ich wahrscheinlich, auch wenn ich gegen Armee und gegen Krieg und alles Mögliche, dann wäre ich wahrscheinlich schon freiwillig der Bundeswehr beigetreten. Weil ich Seehofer dann los bin. Ach, weil du. Ach so, damit die nicht sehen musst. Und ich hätte mich nach Südamerika abgesetzt mit meinem Taschengeld, was Papi mir zahlt, und hätte mir ein Koks-Imperium aufgebaut. Nee, ich finde das, was er macht, nicht so gut. Was wäre, wenn in Deutschland Krieg herrscht? Das wäre ziemlich kacke. Das Problem ist immer, man kann sich das nicht vorstellen, wie das halt im eigenen Land ist, weil der Krieg scheint immer so weit weg. Und deswegen, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn Krieg wäre. Ich denke, dass wir uns alle glücklich schätzen können, dass wir in einem Land leben, in dem Frieden herrscht. Und in dem auch weitgehend alle Leute gleich sind und alle die gleichen Rechte haben. Ich finde, wir sollten auch unsere Geschichte lernen, das wertschätzen, wie lange wir schon in Frieden haben. Ich finde, es ist was ganz Wertvolles, ja, worüber man im Alltag gar nicht so sehr nachdenkt. Ja. Was wäre, wenn du die Milka-Kuh siehst? Das fände ich ziemlich nice. Ja, ich hoffe, dass sie mir ganz schön viel Milka schenken würde. So. Aber ansonsten, keine Ahnung, Selfie wäre schon sie drin. Sie süß, weil sie Lina ist. Ich fand schon gut. Ja. Yeah. Was wäre, wenn man die Milka-Kuh sehen würde? Ja. Ich glaube, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Das ist zum einen, und ich würde glaube mein Dom zu sein legen. Ja, das ist gut. Ja. Was wäre, wenn der Club Deutscher Meister Saison 18-19 wäre? Wäre geil, weil die komplette Stadt würde Kopf stehen. Club. Nie wieder zweite Liga. Das ist egal. Ein bisschen optimistisch. Alles würde untergehen, außer Nürnberg. Und es wird natürlich lächerlich für den FC Bayern, ne?